Servus grüßt euch, willkommen zu Last Epoch. Endlich mal ein Nicht-Survival-Spiel 2024. Ich wünsche viel Spaß mit Tag 1. Action! So, lasst uns Last Epoch starten. Last Epoch spielen, Full Offline spielen? Na klar, Full Offline. Beste. Offline Main. Ich warte auf ein geiles Intro. Okay, Action. Lass uns loslegen. In the beginning, there was darkness. Okay, das ist jetzt laut. Only the terror, myself, and the void. Ja. Ist das nicht Story? I was content with nothing. Wir schauen das Intro, she aber sonst... Skip the Reno. Life of humanity. Als Story und können wir uns... Was kann man anders spielen? In her world, there were gods. Jawohl, Götter wieder. Majosa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. Okay. And Hierot of the frozen tundra. But fate. Tundrel ist auch dabei. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Ja, Erde geht wieder mal kaputt. Krasser Orden am Start hier. Ja. Redemption. Macht. Or was this fate? Perhaps. Mhm. But no story is quite that simple. Jawohl, es ist halt nicht immer so einfach. Auch die Story ist nicht immer so simpel. Na klar, Welt kaputt, Held kommt. Wir sind das natürlich und let's go. Also, Taste Q. Action. I wonder if these keepers will accept my aid. Hast du Kuh? They would be fools to deny my power. Zack, in die Fresse. Wir müssen das noch generell ein bisschen leiser machen, das Schlagen. So, okay, wir haben mit Kuh die ersten besiegt. Zack, was auch immer Kuh macht. Wir sind wild unterwegs mit Kuh. Ich gehe da schon noch rechte Maustaste. Zack. Heiltränke haben wir auch. Anscheinend. Da ist so eine 1. So 0. So. Kuh fand ich besser. So. Kuh. Schön Kuh drücken hier. Kuh wie quick. Jawohl. Brief nehmen. Das gebe ich. Also da wird mir sonst zu langweilig. Wenn die mich alle fit labern, die können erzählen. Wir schauen uns nachher ein YouTube-Video an und dann wissen wir die Story. Falls es interessiert. So, weiter. Plus ein Trank. Oh, da ist ein schöner Phönix. Kuh gedrückt halten. Oh, oha. Scheiße, rechter Maus, das auch mal machen. Oh, Feuerspuck. Kuh. Und zack. Ja, geht doch. Holzschild bekommen. Geil. Wie die hier landen. Die spawnen nicht. Die spawnen durchs Landen. Auf der Welt. Rechte Maustaste, ja, okay. Schön Gold bekommen. Wunderbar. Zack, oha. Hab gar nicht so viel. Also, der Phönix ist wild. Also, wenn der spuckt, hä? Oh, sogar chargen tut der. So. Yes. Level verdoppelt. Okay. Dann holen wir mal unsere Freunde. Zwei Milis, ein Range. Beste. Let's go. Oh, da ist ein Bär. Macht er so eine Stammbetracker nach vorne? Nee, oder? Ja. Das hätten wir vielleicht dann weg müssen. Okay, weiter geht's. Ach, hier oben sind die Teile. Okay.
Achso, sind doch auf der Karte. Grün, finde den Hüter, der den Brief geschickt hat. Jawohl. Werden wir machen. Oh. Das geht ja nicht mit unseren Bros hier. Okay. Ja. Ab in den brennenden Wald. Ja, wo soll man denn sonst hinkommen? Brennender Wald ist halt immer schicker Fick. Na klar. Huch. Ich muss nicht so nah ran hier. Ich habe mir das so eingestellt, dass ich ein bisschen weiter weg kann eigentlich. Nicht so nah ran, wie übersteuere ich. So, da ist der Hüter. Der hat einen Brief geschrieben. Glaube ich oder auch nicht. Keine Ahnung. Also bis jetzt Q drücken. Und schauen, dass die Skelette da sind, okay, anscheinend. Oder sind. Geh doch. Oh, das Leben, wie es runtergeht. So. Schön. Ja, wunderbar. Jetzt gibt es da zwei Wege. Das ist das für einer. So, das sind noch solche Vogelfiecher hier. Jawohl, next level. Noch ein Heiltrank. Da ist, glaube ich, der Typ, der Briefe schreiben kann. Alles in Ordnung. Ja. War mein Fehler, natürlich. Du scheinst auf jeden Fall ganz genau. Gut, du bist super. Kämpfe dich durch den brennenden Wald. Okay, wir haben E bekommen. Achso, ich kann die nicht aufnehmen. Okay. E haben wir bekommen. Yo, aber mein Leben sinkt. Okay, hier können wir. Hier blinkst du gleich mal drauf. Passive Systeme, Klick. Ja, ersten Punkt, rein da. Let's go. Let's go. Jetzt haben wir QWE. Jetzt haben wir QWE. Da können wir nicht hoch. Da können wir nicht hoch. Dann gehen wir hier entlang. So. Also Q und E könnte ich machen. Machen wir mal E. Ah, E ist E-Range. Und dann kann ich ein bisschen weiter zurückbleiben. Very, very nice. Oh. Bisschen weiter zurückbleiben. E-Spam und Gesundheit verlieren. Mit Taste 1 heilig. Okay, let's go. So, dann gehen wir mal hier lang. So. Oh, hier ist irgendwas. Hier ist so ein komischer Schrein. Aber Leben verlieren wild. Leben verlieren wild. So, cool. Ah, hier, was ist das hier? Irgendwas stand da mit Angriffstempo oder so. Das sind halt so Schreine, die geben Buff. Hier mit Nahkampf. Easy, easy. Schön. Oh. Frage ist, Ranging, Q-Spam oder weiter wegbleiben und E-Spam, Leben verlieren. Bastardschwert, oha, ist aber nicht so ein netter Name. Hier ist ein Heiltrank. Das hat schon Range. Next Level, geil. Da ist noch einer. Warte, hier kann blinkt's wieder. Machen wir nächstes, passt. So. Gibt's ja auch. Achso, muss auch ein Inventar geben, oder? I? Ah ja, guck mal. Was, warum ist das Ding einfach so? Okay, was ist das hier? Der Turmfalke. Steuerung vergleichen. Ja, ist besser. What the fuck? Oh, das ist eine geile Anzeige unten rechts. Plus Rüstung, plus Ausweichen, Dexterity-Fertigkeiten, plus. Rechte Maustaste? Ja, okay. Das ist ein Schwert, minus Zauberschaden, dafür erhöhte Nahkampfangriffsgeschwindigkeit. Ja, ich bleib lieber bei Ding. Was ist, wenn ich hier auf Material übertragen gehe? Passiert nichts. Okay, ganz normales Inventar. Segen, keine Ahnung. Schön. Also Q und E. Irgendwas friert die ein. Ach, der Typ hier. Ah, der Typ scheint Frost-Spell zu haben. Der Follower da. Wo ich zu kämpfen gelernt habe? Ja, hier seit 2-3 Minuten, seitdem ich im Spiel bin. Okay, ist groß, verwirrend hier alles. U drücken, Nahkampf, oder?
46 Crit und hier. Ja, ist schon geil. Auch wenn man da HP verliert, ist schon geil. Boah, das Einfrieren ist krass. Das Einfrieren ist krass. Wenn das einer unserer Skelette könnte, dann wäre das halt ultra. Ich weiß nicht, ob ich die auch skillen kann nachher. Warte, nee. Statur ein bisschen näher rangezogen. Ich weiß gar nicht, wie ich die halten will, das Statur. Oh, das ist unser erster Boss, oder was? Wir haben jetzt R. Oh, wir haben R. Was ist der R? Das sind irgendwelche Geister. Geil. Halber Shadow Priest hier. Geblockt habe ich das. Mich hat schon gegenheilen, wenn ich selbst Schaden nehme. Okay, see you ahead. Na klar, was habe ich da noch bekommen? Nichts. Kein Zauberschaden. Ach, hier. Nahkampf, Zauberschaden, Mana-Kosten weniger, Chance auf Unterkühlung bei Treffer. Oh, das ist sowas. Grundattack, egal. Hat er schon angelegt? Was heißt das? Ah, jetzt geht's. Okay, ich musste das Schild wegnehmen. Wozu habe ich das Schild hier? So, ja, hier ist irgendwas. Notiz. Okay, meine Seelen verlassen. Let's go. Ist hier noch irgendwas? Warte mal, ich habe hier im Moment die Taste W, oder? Mal. Zweimal. Jetzt habe ich zwei Range in 1 Mili. Was ist das? Enthüllt 6 Sekunden Geister, Charakter, willkürlich herum, findet den Gegner Nekroschaden. Schön. Geschärfte Knochen schießt aus dem Körper deines Charakters, finde ich auch gut. Und das ist, reißt den anvisierten Gegner das Blut aus dem Leib. Aua. Halt es auch? Die 10 LP wiederherstellt. Ah, dann muss man das kombinieren hier, Q und E. Quest abgeschlossen. Bestätigen. Jawohl. Haben wir geschafft. Hier kann jemand mit mir reden. Ein Buch, Notiz, Betracht. Ja. Schön, da ist noch einer. Hi, hi. Ja, okay. Namen, nächstes sprechen. Perfekt. Ja, es ist ja sehr, sehr viel Quatschen hier. Passt. Oh, das sieht ja nice aus. Hier ist ein Gehirn. Wieso ist dein Gehirn? Herzlich willkommen. Passivpunkte neu zuweisen. So will ich gar nicht. Hier ist eine Kiste. Ist obvious unsere Kiste. Okay, konfigurieren, sortieren, suchen. Das ist geil. Mit suchen. Hier ist auch irgendwas. Rüstung. Heimat. Schau mal, was du hast. Ach, das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Okay. Shift. Rechte Maustaste verkaufen. Zack, 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 zack. Habe ich. Und guck mal, was habt ihr denn alles hier? Schädelknochen, Relikt. Das zeigt mir sogar an, auf welchen Slot. Auf welchen Slot es kommt, da unten rechts. Was kostet das? 30? Keine Ahnung, kaufen wir halt. 30. Wie kaufe ich? Shift, rechte Maustaste. Okay, rein da. Was ist das? Trankslots. Oh. Erhöhte Mana-Regeneration. Ja, kaufen wir halt. Zack, dann können wir das hier verkaufen. Also Shift, rechte Maustaste. Was ist das hier? Das ist nice mit dem, hier gibt es irgendwelche komischen physischen Schaden, Rubin-Amulett. Zerstört einen Gegenstand, während du eine zufällige Anzahl von Affixen. Gesundheit, keine Ahnung. Was kostet das? 117, wir haben 187. Das kostet 10, was ist das? Ach, das ist ein Kopf, den haben wir auch nicht. Gut, dann nehmen wir den halt. Zack. Oh, das finde ich nice mit dem Shift. Normalerweise tust du ja bei den Spielen rechte Maustaste verkaufen oder kaufen, wie auch immer. Und dann
Und hier kannst du es direkt dann auch anlegen wieder. Also anlegen ist rechte Maustaste. Und wenn du dann, sonst kaufst und verkaufst du immer wieder, wenn du alles rechte Maustaste hast. Das ist interessant. Das wird schon passen. Ja, okay, jetzt habe ich halt, bin ich halt jetzt wieder powervoller als vorher. Gut, da ist nochmal eine Chest, ist die gleiche. Gut, weiter geht's. Sprich mit Hüterin Lena im Lager der Hüter. Achso, hier spricht auch jemand mit mir. Ja, Fremdsprache, ja. Ich werde mit dir sprechen, klar. Wunderbar. Hier weiter. Ja. Artefakt hast du gesehen. Ja, toll. Du traust ihm also nicht. Ich werde ihm helfen. Klingt gut. Ja, na klar. Okay. Was ist das? Tab? Oh, was ist denn das hier eigentlich? Bremst du ein Schloss? Einführung, Fertigkeit. Oh, ganz wilde Schrift hier. Achso, jetzt hat passt es. Klicke Fertigkeit, neue Fertigkeit setzen. Klicke Aktionsleisten, um die Fertigkeit auszusuchen. Ja, okay. Achso. Aber ich hab nur die, oder? Ja, passt. Welche Taste ist denn das? N oder was? Nö. Fertigkeiten ist S. Oh, hier oben. Yo! S. Also ich nehme eine Fertigkeit und werte die auf. Okay. Machen wir mal die Taste E. Knochenzauberei, Knochenmesser, mehr Trefferschaden. 75%? What? Kann ich das skillen? Nee, ich habe nur bei der Fähigkeit ein Skillpunkt anscheinend. Ich habe nur bei der Fähigkeit einen Skillpunkt. Castgeschwindigkeit pro Punkt, Enthüllungsdauer, erhöhte Größe, Geschwarm, Wanderngeister haben eine kürzere Abklingzeit. Bewegen sich halt schneller. Castgeschwindigkeit, ja, machen. Kann ich jetzt killen oder was? Ich kann nichts machen. Unbenutzter Punkt. Hier steht eins, aber ich kann nichts machen. Ach, hier geht's. Ah, weil dies nicht verbunden ist. Dann habe ich hier geskillt, hab Abklingzeit weniger. Jawohl, wunderbar. Wird schon passen. Jetzt spielen wir erstmal so auf Blind und Geißen sowas. Schauen wir uns dann nachher an. Erstmal so ein bisschen Blind. Portal jederzeit nutzen, okay? Hey, das sind die Geister hier. Oh, das ist schon nice. Aber viele Heiltränke. Ich schätze mal, das ist nur am Anfang so ein Starterbonus. Hey, jetzt kann ich sogar 3 Heiltränke. Wo sind meine Dudes? Hallo? Gehen die da einfach irgendwo hin? Ja, ich finde es wichtig, dass die HP über den Mob sind. Nicht nur da oben, da schaue ich gar nicht hin. Aber man möchte ja eh dahin schon, damit man halt dodgen kann. Also Geister immer aktivieren. Aber die laufen so dumm verplant in der Gegend rum. Irgendwie. Ja, Lautstärke nochmal gecheckt. Müsste hinhauen. Jetzt habe ich rechte Maustaste einen anderen Spell auf einmal. Okay, da ist die Kiste, aber schauen wir nochmal, was hier ist. Also immer R drücken, jetzt habe ich rechte Maus. Oh, eine Sense. LOL! Alter, in die Fresse hier. Zack. Was macht denn die genau? Kampfgriff trifft verflucht Gegner allein in Doppelschaden. Oh, da muss ich irgendwie schaffen, jemanden zu verfluchen hier. Oder Q jetzt hier, ne? Zack, zack, zack. Und boah, die Sense ist nice. Plus Schaden, mehr Rüstung, verbotenes Wissen, mehr Intelligenz. Ich mach mal einfach so ein bisschen durch hier auf alles ein bisschen. Achso, Geister nicht vergessen. Ja, werde ich nicht vergessen. Also, dann haben wir hier schöne Geister. Also, ich finde also die E-Taste ist geil. Die sollte man skillen.
Wow, ich habe keine. Warte mal, W. Jetzt hat ein R. Ich habe keine Dudes mehr am Start. Ich habe keine Dudes mehr am Start. Okay. Mal Taste 1, ein bisschen heilen, kriegen wir schon wieder einen Heiltrank. So mit Q kann man sich auch heilen, gell? Stand hier da irgendwie. Okay, kaum habe ich einen Heiltrank weniger, kriege ich wieder einen. Ja, nice. Wieder R. So, ich hab eigentlich gesehen, oben rechts, da müssen wir hin. Ich wollte noch ein bisschen schauen, ob es denn da irgendwas Tolles gibt. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? So, hier ist der Ausgang, oder? Was ist denn das für ein Speed-Ding? Erhöhtes Bewegungstempo, so R. Ah, okay. Hätte ich doch vielleicht. Ich geh mal hoch. Betritt die Festungs. Ich hab gesehen, hier oben. Hier oben, auf die Map. Wo ich am Anfang war. Da war irgend. Ging's ja nicht hoch bei der Treppe? Ah doch, hier. Hier war irgendwas, genau. Ach, das ist nur eine normale Kiste. Okay, ist eine Kiste. Irgendwelcher krasser Loot hier. Okay, ich dachte, das ist schon die Quest. Was haben wir denn hier? Blütenpfleger Kurzspeer. Weniger Zauberschaden, weniger Mana, weniger Chance auf Unterkühlung. Dafür Tempo, Gift, Betäubungschance, keine Ahnung, ob das Ding gut ist. Schuhe, ja, nehme ich die. Was ist das? Bewegungstempo finde ich aber immer geil. Ah, guck mal, da ist sogar auf der Minimap ein Pfeil, wo ich hin sollte. Das ist ja nice. Das ist ja NICE. Na, guck mal. Ah, ich war, glaube ich, genau da. Na, ja. Jetzt sehe ich es erst. Und mit der Sense. Ah, ja. Okay, ich war richtig, aber ich bin nochmal zurück, hab die Kiste geholt. Ich glaube, die war wichtig. Ich glaube, die Kiste war wichtig. So, hier schön E machen, R die Geister nicht vergessen. Wenn mal cool in die Fresse. Oh, Level 6. Oh, das ist aber ein wildes Level hier. Q, passt, Sense in die Fresse. Was macht die Sense? 1524? Oh, ich weiß nicht, ob der Schaden der anderen auch dasteht. So, das mit dem R drücken ist ja wild. So, passt. R nicht vergessen. Ja, nice. Geht doch. Funktioniert. Zack. Warte kurz. Achso, nee, ich muss kurz leveln. Hier. Ja. So, dann haben wir mehr Schaden hier anscheinend. Wie penetrant ist da blinkt das? Okay, da ist ein Boss. Er hat nicht vergessen. Ah ja, okay. Oh, naja, ich hatte einfach nur eins ins andere. Yo! Sehr gut hier. Ist immer wild, dass ich von. Oh, genau, wenn man so rausläuft, ist es einfacher. Anstatt ins andere rein. So, Heiltank haben wir bekommen. Passt. Irgendeinen Messingpeter haben wir auch bekommen. Wunderbar. So, was haben wir da bekommen? Ja, keine Ahnung. Jawohl, das hier. Das hier sieht schöner aus. Mana-Regeneration weniger dafür. Ja.
Anziehen, scheißegal. Einfach anziehen, ey. Let's go, weiter geht's. Ich hab die Äxte dabei, was ist das? Ah, das ist so ein Portal. Wir sind hier im göttlichen Zeitalter. Wir können ins Altertum, imperiales Zeitalter, Zeitalter des Ruins und Ende der Zeit. Ist ja auch noch wild. Okay, okay. Haben wir dann die gleiche Map in 5 verschiedenen Zeitepochen? Last Epoch heißt das Spiel vielleicht deswegen. Okay, klein ist es nicht. Klein ist es nicht. Wenn wir die ganze Map 5-mal haben, in verschiedenen Approach, dann klar. Finde die Schatzkammer der Hüter. Hey, warum? Achso. Ach, die geht immer da zurück, weil da nichts ist. Okay, okay. Schatzkammer der Hüter. Oh. Yo. Die haben nicht. Ich drück halt auch noch E, damit ich noch mehr Schaden krieg. So, hier. Hier haben wir noch was. Da haben wir noch was. Zack. Last Epoch am Start hier. Müssen wir sowas kaputt machen? Achso, mit der Sense. Stimmt. Guck mal, da ist so ein Schrein. Warte, die können wir mit der Sense alle machen, oder? Zack. Immer schön AOE in die Fresse. Was haben wir hier? Irgendwas mit Schauens, Tempo. Heilen mit Q? Jawohl, heilen mit Q. Ist gut, ist gut. Range E. Ah, das sind so Spells, die laufen zusammen. Hier einen schönen Heiltrank. Ja, wir brauchen. Ah, wir haben gar keinen. Okay, das ist gut, dass wir dann einen kriegen. Was ist das hier? Ich glaube, es ist so gut, dass ich so nah kann, wenn ich gehe, aber ist ja egal. Anscheinend friere ich die hier ein mit dem. Habe ich den Stab vom anderen bekommen, oder? Okay, das ist sehr, sehr nice. Mal Q, bisschen in die Fresse. Da muss ich hin, aber ich schaue trotzdem mal, was es hier gibt. Aber ich glaube, W macht schon mehr Schaden. Noch ein Heiltrank. Ich meine eh nicht W. W ist ja nur die Dinger. Oh, was ist denn hier? R. Oha! Ja, dann gehen wir hoch. Dann gehen wir hoch. Dann haben wir's. Hier ist noch ein bisschen Goldi-Moldi. Schön. Schön, schön, schön. Ja, 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 Lene. Jawohl, danke. Der Betritt. Ich betrete einfach mal das nächste hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Quest abgeschlossen, bla blub. Passiver Punkt haben wir bekommen. Ungenutzte Punkte. Ja. Haben wir. Hungrige Seelen. Ruft 5 hungrige Seelen herbei, die nach Gegnern suchen. Okay. Was war das? S? Warum habe ich denn für die kein Upgrade? Nur für die habe ich Upgrade. Okay, gut. Dann haben wir hier Abklingzeit. Was haben wir hier? Bewegungsgeschwindigkeit. Was kann ich hier? Schreckliche Präsenz. Wir werden gefiert. Das ist wild. Nehmen wir mal rein da. Mehr Schaden pro Punkt. Angst durch. Mehr Schaden an verängstigten Gegnern. Oh. So, dann haben wir mal Punkte reingetan. Full random hier, keine Ahnung. Nein! Zurück, 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 zurück. Zum Glück ist der Ladescreen nicht so schlimm. Zum Glück ist der Ladescreen nicht so schlimm. Einfach mit der Sense in die Fresse. Oh. Jetzt muss ich ja die Geister spammen. Ist das? Sieht aus wie ein Bosskampf hier.
ist ein komischer Soldat hier. Oha. Oh, der kam aber schnell durch. So, das mit dem Dodge üben wir nochmal. Ach, das war's schon. Ich würde da gern E oder so skillen. Aber anscheinend darf man das nicht. Hallo? Ach, ich muss auf die Ding klicken zum Looten. Okay, okay. Gut, I. Was haben wir da noch Schönes bekommen? Bla. Ah, ich glaube nichts, was jetzt irgendwie geil. Stärkesplitter. Warte mal, nutzen. Oh. Irgendwelche Splitter für irgendwas. Geschenke gibt's auch. Okay, hier ist wieder etwas, was mit mir sprechen möchte. Ja, okay. War informativ und war sehr gut. Genau wie das vorher. Für die Kammer der Splitter. Mach ich. So, diesen Weg, ja. Okay. Ja, ja, der Drache ist. Jetzt kommt ein Drache anscheinend, oder wie? Ich hab doch eher eigentlich gespammt. Boah, eh schon sehr stark. Achso, ich hab meine Dudes habe ich gar nicht. W, oder? Achso, W, ja, ja, W, W, W. Ich hab meine Dudes. Ja, wäre eh schon sehr stark, aber schon gefährlich. Ist das irgendwie so besonders? Hast du wieder so zwei Phönix in dem Land? Ach, die explodieren sogar. Wenn ich jetzt Q drücke, heile ich mich da gut gegen die Melee-Schläge. Kommt mir, also hat irgendwas von Drache gesagt. Ich glaube, dass der. Oder dass hier am Schluss dann ein Drache kommt oder so. Als Boss vielleicht. Oh, 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 HP. Yo, das ist ein Wilder hier. Weg. Achso, war es das schon? Axt, ich habe so viel im Inventar, ich müsste mal verkaufen. Ja, Sekunde, 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 ich quatsch gleich mit dir. Mana verschmolzenes Leder, Variant des Ausweichens. Achso. Okay, das ist Ding. Das ist eine Offen, die kann ich nicht tragen, wenn ich das Ding da habe. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich Einhand, Zweihand... Hier ist irgendwas Wildes. Hier? Oh, das habe ich ja noch gar nicht. Splitter, hier wieder? Ah ja, okay, das ist ja nice. Mana-Regeneration, das ist erhöhte Schergenschaden, Feuerschaden, Blitzwiderstand. Gut, wird passen. Nächster. Wer ist denn hier? Wer ist denn er? Hüter, Baltas, neue Monster, wunderbar, ich weiß. Lena, weiß nicht, was Lena gemacht hat. Entkomme der Schatzkammer der Hüter. Gut, dann entkommen wir ihr mal. Okay. Die sind hier schon stärker, merke ich. Die sind hier schon stärker. Stufe 7. Ist das wieder ein Event oder darf ich hier kurz... Was ist denn das hier? Ist ein Gehirn. Oh Gott. Also einfach im Real Life nicht haben dafür im Spiel. Habe ich Gehirn. Ach so. Ich bräuchte fast die Q-Taste nicht. Was war denn das? War das I? Nee, das war S. S war das, genau. Luch. Kann ich? Achso, warte mal. Ich glaube, es geht. Oh nee, ich. So, hier, warte, ich kann hier. Ah, hier kann ich aussuchen mit der rechten Maustaste, welche Knochenfluch. 8 Sekunden Fluch, Treffer, physische Schaden, verursacht, bla, blub, dreifache sich, Charakter trifft. Jo, dann nehme ich mal anstatt... Oh, den Fluch rein, oder?
Weil hier die Sense macht doppelt nicht. Ach, keine Ahnung, schauen wir einfach mal. Ist alles entspannt. So, wir müssen hier raus, steht da. Hier ist noch irgendwas zum Quatschen. So, ja. Gut. Achso, der Fluch ist um mich herum. Okay. Ich habe nur gelesen, dass hier verfluchte Gegner doppelten Schaden. Können wir ja machen. Das, Fluch und dann Sense rein. Bin ich im Range, dann brauche ich halt eh nicht mehr so wirklich. Passt nicht ins Inventar. Zauberschaden, Nahkampfschaden. Okay. Ach, ich kann sogar Steuerung hier machen. Egal. So. Und dann hier in die Fresse, die Sense. Boah, die Sense ist schon... Ach, der hat doch gar keine Abklingzeit, der Flug. Das ist strong. Und die Sense in die Fresse. Ja, die Geister brauchen wir jetzt gar nicht hier bis jetzt. Ja, der Typ, der auch dabei ist. Anscheinend habe ich immer so einen Follower dabei hier. Jo, passt nicht ins Inventar. Was macht der Grundangriff? Zauberschaden, Nahkampfschaden, Schand auf Unterkühlung. Mach auf jeden Fall mit dem mehr Zauberschaden. Archivzauber, dann schmeißen wir mal. Kann ich das rausschmeißen so? Oh, jetzt darf ich sogar das tragen. Oha. So, weiter geht's. Q und E. Ne, Q und rechte Maustaste. Ich kann ja auch Range stehen, schau. Geht ja auch. Nicht die anderen da. Zack. Was habe ich da noch bekommen? Das sind diese komischen Farben hier. Das hier, Ausweichwertung. Ja, nee, ich... Ja, weiß ich nicht, wofür ich das brauche. Ist hier irgendwas? Nee, oder? Ach, der gehört ja zu mir. Ich habe immer noch meine ganzen 3 Follower. So. Mal was runterstürzt hier. Ach so, Geister. Ist halt so ein Spell, den ich einfach vergesse. Einfach so ein Spell, den ich immer vergessen werde. Damit muss ich labern. Okay. Ich will noch was trinken. Ich habe so eine trockene Fresse. Bastardschwert. Ist noch einer. Noch eins. Jetzt zum Mana oder sowas gar kein Problem. What? Oha! Ich hab gesehen, ich musste weiter weg. Jetzt schauen wir mal, wie das ist, wenn man stirbt hier, wo man da hinkommt. Ja, geht. Was ist denn das hier? Übergangszeit, du bist unverwundbar. Okay. Boah. Die haben mir in die Fresse gehittet hier, aber sowas von in die Fresse gehittet. Wollt das Full Melee gehen hier. So, wollte Full Melee gehen. Aber die haben sie gemacht hier. Wieder so viele. Da muss ich echt aufpassen. Oha! Also warte, ich habe keine 2, 3. Meine Bros sind weg. Und die Geister sind auch nicht da. Jetzt. So ein bisschen rumlaufen hier. Why not? So, was haben wir denn hier? Das ist geil. Egal, wo man hinklickt, man kann vergleichen. Das ist interessant. Nur habe ich da keinen Platz mehr für irgendwas. Kann ich hier alles kaputt machen? Noch gar nichts gemacht. Le
Hier, Tagebuch, jawohl. Let me ask. Hier ist irgendein Schrein. Ach, da ist eine Kiste. Ich kann eh nichts aufsammeln. Oh, das hat mehr Int, das hat dafür weniger Mana, Ausweichwertung, Schutzschaden, LP, niedrigen Stab. Oh, das ist interessant. LP, wenn es sinkt, erhalte ich irgendwie so einen Schutz. Ich glaube, das nehme ich, diesen Glaskatalysator. I, oder? Ja, I. Muss man irgendwas wegschmeißen hier. So, was sind die ganzen Dinger? Ich muss halt mal verkaufen oder so irgendwas. So, oh, jetzt laufe ich ja schnell durch diesen Schrein eben. Ah, wir müssen oben rechts lang auf der Karte, wird das gut angezeigt. R, Q und in die Fresse. Ja, das muss ich gar nicht alles so machen. Kann ich gar nicht machen. Da habe ich halt einen Range-Spell, der mir Leben wegnimmt. Ich habe einen Fluch auf Melee und die Geister sind halt auch Range irgendwie. Bin ich jetzt der Schatzkammer entkommen? Anscheinend sprich mit Hüterwache, jawohl. Dann werde ich mit der Hüterwache sprechen hier, Hüterguardian hier. So, hier ist wieder zum Porten anscheinend. Ist sie das? Nee. Bla 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 bla, okay. So, ich muss immer so spielen mit dem bla bla bla, weil dieses Anhören oder Vorlesen oder sonst irgendwas. Gar keinen Bock. Oh, was ist das für einer? Irgendjemand hat ja geklaut. Ganz ruhig, wer war das? Ich kümmere mich darum, ich gehe zurück ins Lager. Na klar. Ich kümmere mich doch um alles und um die ganze Welt. Ich hätte mal wieder Bock, nach Hause zu gehen und irgendwas zu verkaufen. Warte, man kann doch Port steht hier. T. Genau. Wer ist er? Fürchte, was passiert, kein Problem. Zu Anna, wo es sein könnte, ich finde sie. Hier. Ein Drache hat ihn gepackt, rettet ihn, meine Rüstung wird alles gut gehen. Mit deiner Rüstung wird alles gut gehen, deshalb bin ich hier. So, okay. Ist irgendwas besser als mein Ding? Kastgeschwindigkeit. Steht aber nicht da, dass jetzt das Zauber... Achso, der Zauberstein ist gleich. Dann nehme ich doch das. Oh, was ist denn das hier? Magierhelm? Nehmen wir den halt. Achso, warte. Ich glaube, ich kann den gar nicht tragen, oder? Nee, ich darf den gar nicht tragen. Muss ich ihn verkaufen. Ja, okay, ich verstehe. Rückkauf, laden. So, ist das besser? Nee, oder? Nee, das habe ich ja eben. Das kommt da wieder rein. Nee. Zack, zack. Ja, Nahkampf schon, mehr Tempo, mehr Resistenz, mehr irgendwas. Ja, egal, oder? Ja, egal. So, komm, wir verkaufen einfach alles schon nur den Ring hier an. Was ist das hier? Weniger Zauberschaden. Ja. Knochen, irgendwas. Ach, das ist auch ein Helm. Weg. Hände. Bisschen besser. Können wir anziehen. Oh, hier ist irgendwas. Danke, dass du mir gesagt hast. Ich weiß auch nicht. Ich muss gut gehen. Was hat sie denn gefunden? Muss ich... Okay, passt. Und jetzt muss ich... Ach, jetzt kann ich hier genau wieder zurück, wo ich hergekommen bin, oder?
Mhm. Okay. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich das tolle Schild hier aufsammeln. Sehr geil. So, was müssen wir machen? Kehr in das Lager der Hüter zurück und sprich mit Hüterin Lena. Suche Hüter vermissten Hochlander. So. Gibt's eine Map? Gibt's ja hier, ja. Hüter. Ja. Weiter nicht eben? Ich weiß gar nicht, ob ich da war. Ich glaube, Lena war die hier oben. Lena war die hier oben. Soweit ich mich remembern kann. So, zack, 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 zack. Ja, alles super, alles von der Elfsing. Okay, lass mich überlegen. Ich schaffe das, werde ich. Yes. Stay alive. Ja, das werden wir noch sehen, ob ich am Leben bleibe. Hier kommt dann bald das nächste. Punkt, zack, zack, jo. Was mit S? Warum kann ich nur diese Geister skillen? Obwohl das hier auch ein Ding hat. Betritt das Hochland. Ja, okay. Vermisst im Hochland. Passt ihr, ich habe noch eine Quest mit Vermisst im Hochland. Bin ich jetzt im Hochland? Wo steht da eigentlich, wo ich aktuell bin? Doch. Ultra. Ulrati Hochland. Göttlich irgendwas. Jawohl. Bin ich schon mal richtig hier. Okay, wieder andere Gegner hier. Oh. Die machen so einen Scheiß auf dem Boden. Da kann ich ein bisschen Range machen mit AOE. Oh, schau mal, da ist so ein Bilder. Oh, der hat der Charge. Oh, next level. Geil. Oh, der lebt ja noch. Ich dachte, der ist tot. Das ist ein Range hier. Okay, Kriegerspitzhack. Ich glaube, das ist nichts für mich. Kuh und rein. Ich denke mal, der ist tot, aber der hat sich einfach verpisst. So, irgendwelche Sachen. Wie viel Gift? Macht die das mit dem Gift oder was? Sind das solche Spucke wie in der Wüste bei Diablo oder was? Achso, das war jetzt mein Fluch hier. Ah, warte, W fehlen uns zwei. Kurz, wann darf ich jetzt hier, darf ich das auch leveln? Vitalität, erhöhte Vitalität, Wallsagen, Gesundheit, erhöht Vasallenangriffsgeschwindigkeit, bla blub. Schutz nahe dem Tod, 13 Punkte. Klingt alles super, machen wir hier weiter. Gut. Ah, da ist so ein Port. Die sind crazy, die hier. Aber wenn man darauf sich fokussiert, geht's eigentlich. Wenn sie sterben, machen sie halt noch so einen scheiß Damage-Teil. Das erinnert mich an die Explodierer. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich finde die Sense halt ultra. So, ich muss halt nur drüber laufen, muss gar nicht draufklicken anscheinend. Reisestab. Nimmt meine Eingabe nicht an. Ich schätze mal, weil ich einen anderen Spell zeitgleich nutze. Und dann E-Range. Gut, passt. Wir müssen nach unten rechts. Das ist okay. Zack. Und rechts. Ja, mit Sense doppelten Schadenflug ist schon cool. Aber der macht das gar nicht. Das machen bestimmt solche Blumen. Ich glaube, ich muss nach unten rechts. Dann gehe ich auch direkt dahin, wo ich hin muss. Oh, aua. Das hat mich geschützt gerade irgendwie. Diese Blumen feuern das ab. Stimmt, die Blumen feuern das ab hier. Krass, krass, krass.
Zack, R. Ich muss an diesem Filter da einstellen. Wegen dem Loot hier. Jo, ist das ein besonderer? Beschwert ein Zwilling bei halbem LP. Ah, so. Hier, die Twins ist das hier. Ja, ja, ja. Okay, zack. Warte. Shift F habe ich gelesen. Boah, wie geht das jetzt? Nicht, dass ich mir irgendwelche Loots hier verwehre. Neue Filter, keine Filter. Plus. Neue Filter stellen, Filterordner öffnen, Zwischenablage einfügen. Oh, gibt es da Pre-Filter? Neue Filter erstellen. Titel, Test, Beschreibung, LOL-Test. Gut, Filtersymbol, Schwert, Filtersymbol, Farbe, ja. Bestätigen. Gut, bearbeiten. Duplizieren. Regeln. So, zeige alle Gegenstände. Sichtbarkeit hinzufügen. Nichts, das checke ich doch nicht ganz. Farbe auswählen, anzeigen, ausblenden, neu einfärben. Hervorheben. Label ab Charakter abhängig. Dieser gilt nur für festen Charakter. Sichtbarkeit, Bedingung hinzufügen. Ja, aber welche denn? Bedingung hinzufügen, nichts. Gegenstandstyp, Seltenheit, Stufe, Klassenanforderungen. Was ist das? Klassenanforderungen. Was bin ich? Wie heiße ich? Nee, Hexenmeister? Ich glaube, Akolytin, oder? Heiße ich so? Steht denn, was ich bin? Also, Primalist, Magier, Wächter. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Wo steht das? Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ich habe das am Anfang ausgewählt, aber keine Ahnung, was ich da gedrückt habe. So, hier kann ich... Endlich kann ich was anderes skillen. Endlich. Die Sense finde ich halt geil zum Skillen. Ich würde Sense machen als nächstes. Ach, scheiße, dass ich das ausgesucht habe. Der Fluch und Sense ist schon mega. Ernte gewährt dir Schutz, wenn ein... Okay, das ist mit dem Fluch mache ich eh. Wenn der Gegner... Kriege ich zurück... Ich mach das hier. Ente gewährt der Schutz basierend auf deiner maximalen, wenn er verloren gehen trifft. Yo. Das kann ich noch nicht. Okay. Bin ich jetzt Akolytin oder was bin ich? Das muss doch irgendwo stehen, was ich bin. S. Akolytin. Ja, bin ich. Okay, passt. Ja, dann ist es ja okay, oder? Nur für Akolytin. Jo. Na, dann passt es ja so. 75 Regeln kann man da einfügen. Oh, das ist ja krass. Das ist ja wild. Bestimmt später, wenn man dann irgendwie höher ist, wenn man nur einen bestimmten Gegenstand sucht, filtert man nur den aus. Also filtert alles andere filtert nur den halt drin lassen. So, hier will jemand wieder mit mir labern. Weg. So ein Blinzen oder so ein kurz wegporten würde ich halt fühlen. Das wäre halt ultra. Jawohl, next. Oh, noch so einer.
Hat der einen Fluch abbekommen? Wo sehe ich, ob der meinen Fluch hat? Da oben. Zack, geil. Okay, krass. So, Taste, weiß ich nicht, einfach das hier. Erhalten Schutz bei Namen Tod 13 Punkte. Ich würde einfach hier so weitermachen. Okay, hier ist jemand. Ja, eine Falle. Ruhe dich jetzt aus. Genau. Ruhe dich jetzt aus. Stirb ein. Informiere jemanden im Lager der Hüter. Finde das Osbriks Kriegslager. Jo. Achso, warte. Tab war das, ne? Ach, das kann ich da lassen die ganze Zeit, oder was? Irgendwie kriege ich Schutz, wenn ich das mache. Ich muss mal sehen, wo der Buff steht. So, finde das Kriegslager. Hier oben. Ah, guck mal, ist doch jetzt auf das Teil. Geister zuerst, Kuh und dann rechte Maustaste rein in die Fresse. Achso, warte, W. Kupferpokal. Passt nicht ins Inventar. Inventar wieder voll.